willkommen zu Stapler TV. Mein Name ist Björn Henk. Heute geht es um das Thema Gabelstapler fahren lernen und um die Bedienelemente am Gabelstapler. Ja, fangen wir an. Das ist ein ganz konventioneller Frontstapler, älteres Modell, aber da finden wir genau diese Bedieneinrichtungen, die wir an den meisten Gabelstaplern finden. Was haben wir da? Wir haben einmal die Pedale unten, wir haben einmal das Lenkrad, den Handbremshebel und den Fahrtrichtungsschalter. Und hier drüben noch die Hebel, eben für die Bedienung der Hydraulik. Das sind die grundsätzlichen Elemente, die wir brauchen, um den Gabelstapler zu fahren, um ihn zu bedienen, um ihn zu bewegen. Fangen wir an. Jedes Mal, wenn wir uns auf den Gabelstapler setzen und drauf fahren wollen, ist ganz wichtig, Sicherheitsgurt anlegen. So, jetzt kann es mit dem Fahren losgehen. Die meisten Gabelstapler haben wie ein Auto auch einfach einen Zündschlüssel hier an der rechten Seite vom Lenkrad angebracht. Bei manchen Gabelstaplern ist es aber auch im Porsche-Style auf der linken Seite unten angebracht, zum Beispiel bei einer alten Linde H351 oder bei der Linde 351er Serie ist es unten links angebracht. Ja. Sollte der Gabelstapler mal nicht starten, nicht wundern. Die starten nur, wenn der Fahrtrichtungsschalter in der mittigen Position ist. Das heißt, wenn er nach vorne oder nach rückwärts abgestellt wurde, wird er nicht anspringen. Also Fahrtrichtungsschalter in die mittige Position und dann kann es losgehen. Bevor ich jetzt anfange und mit dem Gabelstapler fahre und euch zeige, will ich noch mal kurz auf die Pedale eingehen. Die Pedale hier unten, es gibt in der Regel drei Pedale bei Standardgabelstaplern und rechts ist Gas, so wie man es ganz konventionell kennt. In der Mitte ist die Bremse und links ist das sogenannte Inchpedal. Wie man schon sieht, wenn ich das trete, wird die Bremse bei dem Inchpedal mitgetreten. Das Inchpedal ist dafür da, um die Antriebsleistung vom Motor auf das Getriebe zu entkoppeln. Das heißt, wenn ihr dieses Pedal tretet und tretet nachher das Gaspedal, dann habt ihr die Motorleistung oder dann könnt ihr die Motordrehzahl erhöhen, um eben die Hydraulikfunktion mit mehr Kraft anzusteuern. Also wenn man beispielsweise eine schwere Palette hat, dann kann es sein, dass der Gabelstapler es im Standgas nicht schafft. Das heißt, man tritt dieses Inchpedal, tritt aufs Gas und dann eben durch die höhere Motorleistung hat man einen höheren Hydraulikpumpenumdrehung und hat somit einen höheren Druck, den man braucht, um eben den Mast danach umzufahren. Dann diese drei Hebel auf der anderen Seite. Die sind für die drei Hydraulikfunktionen. Hier in diesem Fall drei, es gibt die auch mit vier oder mehr Hydraulikfunktionen, aber hier sind es die drei wichtigen, die es an fast jedem Gabelstapler gibt. Zwei gibt es auf jeden Fall, die dritte ist meistens die erste Zusatzfunktion. Der linke innere Hebel ist der Hebel, der dafür gedacht ist, um den Mast, um den Gabelträger nach oben und nach unten zu fahren. Der mittlere Hebel ist für die Neigung zuständig, das heißt, ist der Mast gerade oder neige ich ihn nach vorne, neige ich ihn nach hinten, nach vorne zum Aufnehmen der Palette, nach hinten zum Transport der Palette. Und der dritte Hebel ist für den Seitenschieber. So, ich würde sagen, wir starten das mal und ihr könnt gerne einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Also, Handbremshebel angezogen, Fahrtrichtungsschalter in Neutral und los geht's. Jetzt läuft der Motor erstmal ganz normal, neutral, im Standgas, alles gut. Wir treten auf die Bremse und dann lösen wir mal die Handbremse. Und noch passiert, selbst wenn ich von der Bremse gehe, wenn wir am Hang stehen, würde er natürlich jetzt anfangen zu rollen, aber erstmal passiert noch nichts. Solange ich in neutral bin, bewegt sich der Gabelstapler nicht vor und nicht zurück. Wenn ich jetzt allerdings den Rückwärtsgang einlege, fängt der Gabelstapler an. Das ist eine mit dem Wandlergetriebe, das heißt die Antriebsleistung geht vom Motor auf das Wandlergetriebe und sobald ich die Bremse loslasse, fängt er an und rollt langsam zurück. Das ist auch erstmal so der Start, mit dem ich beginnen würde. Erstmal langsam ein Gefühl dafür bekommen. Bremse, rückwärts, Vorwärtsgang rein, erstmal ein bisschen rollen. Okay. Wenn ihr dann soweit ein bisschen sicher
sicherer seid, wenn ihr uns damit abgefunden habt, beziehungsweise ein bisschen Gefühl dafür bekommen habt, wie rollt der an, dann einfach mal ein bisschen langsam im Gas und dann merkt ihr, wie der Start da vorwärts und rückwärts geht. So, wenn ihr jetzt im Rückwärtsgang und wieder zum Gas, merkt ihr, wie der Start da beschleunigt mit steigender Motordrehzahl. Die Gasstarter sind in der Regel bei knapp unter 20 km/h, das hat rechtliche, versicherungstechnische Sachen. Sind in der Regel bei knapp unter 20 km/h abgeregelt. Ja, dementsprechend werden wir in der Regel nicht mehr als 20 km/h mit so einem Gabelstapler erreichen. Jetzt nochmal das Thema Windspiral. Das muss ich euch gerne zeigen. Wenn ihr das durchtretet, seht ihr automatisch, das Bremspedal mit runtergeht. So, das heißt, wenn ihr jetzt das Gaspedal tretet, könnt ihr die Motordrehzahl erhöhen, um so mehr Leistung auf der Hydraulik zu haben. Schaut euch das mal vorne am Gabelträger an. Ich mache das jetzt mal einmal den Gabelträger hoch im Standgas und dann gebe ich mal zwischendurch Gas, dass ihr seht, die Geschwindigkeit, in der Gabelträger nach oben geht, wird deutlich schneller. Ja, das waren eigentlich schon die hauptsächlichen Bedienelemente an einem Gabelstapler. Jeder Hersteller baut das ein bisschen anders, aber die grundsätzliche Anordnung ist in der Regel gleich. Das heißt, ihr habt das Lenkrad, ihr habt den Fahrtrichtungsschalter auf der linken Seite, damit ihr eben mit der rechten Hand die Hydraulikfunktion bedienen könnt und mit der linken Hand umschalten könnt, die Fahrtrichtung. Und ihr habt ja, die Pedale. Wie gesagt, da bauen auch unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Dinge. Es gibt da Hydrostaten, es gibt da Pedale, eins für Vorwärtsfahren, eins für Rückwärtsfahren. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bauformen, aber das zur grundsätzlichen Sache. Wir werden weitermachen mit dieser Videoserie und ich werde euch noch ein paar andere Geräte vorstellen, noch ein paar andere Dinge zeigen. Also, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das interessiert, folgt dem Channel, lasst ein Like auf Facebook da, folgt mir auf Instagram. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Björn Henk. Ciao.